Es ist wieder Zeit. Ihr könnt mich schlagen. In Schlag den Benji 2.0. Was geht, Leute? Mein Name ist Benji. Willkommen hier zurück auf No Hand Gaming. Und ihr habt heute wieder die Möglichkeit, gegen mich zu spielen und dabei 15k pro Spiel zu gewinnen. Das Ganze läuft ganz einfach ab. Ihr schreibt mir auf Snapchat. Nö. Das Ganze läuft ganz einfach ab. Ihr snappt mir ein Video mit einer Begründung oder schickt mir bei Instagram direkt eine Nachricht. Ich suche jede Episode 2 Gegner aus, jeweils von einer Plattform. Und dieser kann dann gegen mich um 15k spielen. Das letzte Mal lief es nicht besonders gut. Ey, wie ich Carlos Tevez hasse! Was ist das denn, Mann? Ich hoffe mal, dieses Mal läuft es besser und wir suchen uns jetzt unseren ersten Gegner raus und zwar per Snapchat. Ich suche mir einen von meinen Gegnern hier raus, der hat mir ein Video bei Snapchat geschickt und der wird jetzt gegen uns um 15k spielen. So, also wir suchen uns jetzt einen Gegner bei Snapchat raus und wer wird es sein? Wer fällt mir hier als erstes ins Auge? Wir nehmen von den ganzen Leuten einfach mal... Kevin Greibig. Benji, ich möchte gegen dich spielen, weil ich unbedingt mal in deinem Video dabei sein möchte. Yo, du bist dabei. Wie war das? Ich muss mir kurz die Aufnahme angucken, dass ich sehe, wie er heißt. Und dann werde ich ihn einladen. Er ist der erste Gegner und es geht um 15k. Und ich werde euch jetzt gleich erstmal noch das Team zeigen, mit welchem wir antreten. Das ist das Team, mit dem wir hier am Start gehen werden. Es ist ein kleines Experiment. Es ist nicht besonders krass. Ich habe nicht viele Coins dafür ausgegeben. Aber mit Striker Balotelli können wir hoffentlich dem Gegner den ein oder anderen Banger einschenken. Und wir laden jetzt den Kevin ein. War das Kevin? Ich glaube, ja, Kevin war es. Und wir hoffen mal, dass er jetzt auch direkt kann. Und dann geht's jetzt ins Spiel. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst gerne ein Like da. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, fügt mich auf meinen Social Medias hinzu. Auf Snapchat Benji_Berlin. Ich habe das Bock in Zukunft häufiger zu machen. Wenn ihr auch Bock habt, dann lasst mir gerne ein Like da. Dann sehe ich das auf jeden Fall. Und dann geht's jetzt los ins erste Spiel. Let's go! So, Freunde, seht ihr das? Ich habe ihn gefragt, ob er gerade Zeit hat. Und sowas macht mich selbst einfach mega glücklich. Er sagt, ja, ich habe Zeit und zitter vor Freude. Und ich bin selbst auch aufgeregt, weil ich will echt mal gucken, wie ich performen werde dieses Jahr. Und ja, danke einfach, dass ihr einfach mir auch so einen Support schenkt. Und jetzt habe ich einfach nur Bock zu spielen. Also, let's go! Und es kann losgehen. Er ist drin. Wir spielen mit den roten und er mit den grünen Trikots. Und das ist also sein Team. Ein 4-1-4-1 mit Chicharito und einer saftigen Bayern-Verteidigung. Und ich hoffe echt, dass es nicht leckt, weil die Latenz hat gerade ganz schön Fax gemacht. Ich bete einfach drum. Let's go. Und das wäre die erste Chance für Balotelli. Und sein Keeper-Star, es leckt leider ganz leicht, aber noch nicht so allzu schlimm. Und da ist die Chance. Oh, fast ein Eckentor. Das ist so heavy, dass der da immer so frei steht auf dem zweiten Pfosten. Und der Fehlpass war nicht so gut von ihm. Und die nächste Chance für Paulentepp. Junge, das geht mal gut los. Und ich muss sagen, ich fühle mich gerade so, als ob ich vor dem Champion spiele. Ich muss wirklich sagen, mein Herz pocht. Mal die Ecke auf Balotelli auf dem ersten Pfosten. Oh, es leckt verdammt gerade hier. Ich leg nochmal ab. Oh, habe ich gesagt, ich leg ab? Ich meinte, ich hake das Spiel ab. Keeper, Keeper, und er schießt direkt von selbst, really, nigga. Oh, no, 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 no. Oh mein Gott, er will es zu sicher spielen, er will es zu sicher spielen, man merkt die Aufregung. Nicht gut. Nicht gut. Oh, no. Oh, no, und danke, Asenio, danke, dass du den hältst. Boah, der leckt, Jesus Christ. Oh no. Mein eigener Verteidiger steht im Weg. Jesus, komm schon. Jawohl, Gerard Piquet. Und jetzt mal Jorginho. Leg nochmal ab und das erste Tor von... Ich wollte eigentlich auf Balotelli ablegen, aber De Rossi, der Einzige, der hinten bleiben soll, macht das 1:0, das Erlösende hier gerade. Schaut mal, da war Balotelli schön, aber der war auch eigentlich gedeckt und zum Glück macht ihn De Rossi rein. 1:0. Wow, okay, er macht eine direkte Rückansage mit dem 1:1. Was war da für eine Keeper-Action am Start, frage ich mich. Okay. Oh, damn, da ist jetzt eine
Lücke. Das hat er gut gespielt. Fuck! Oh, Junge, raus! Leck! Und jetzt Paulentepp! Paulentepp mit dem 2-0 zur Halbzeit! So gehen wir motiviert da rein! Let's go! Gegen den Leck! Nicer Doppelpass. Schön, dass der überhaupt ankommt. Ich bin so aufgeregt, Leute, wirklich. Woo! Paule Paul. Und zur Halbzeit ist das Ding, ich muss schon sagen, knapp. Wir dominieren aber eigentlich mit 60% Ballbesitz auch. Aber eben nur ein Schuss mehr als er auf Tor. Da ist noch alles drin. Aber ich hoffe, ich glaube eigentlich, ich habe das Ding im Griff. Wir haben 90% Passgenauigkeit. Also schon mal, Choc Bizel. Und er wechselt zur Halbzeit André Schölein, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum zur Hölle hat er den nicht von Anfang drin? Ah ja, wow, ich sage, warum zur Hölle? Mehmedi, der Spieler, der da vorher gespielt hat, hat sogar das Tor gemacht. Ey, ich mache keine Dreieckspässe, glaube ich, mehr. Die kommen immer so schlecht. Ich werde ab jetzt nur noch X spielen. Schuss weg. Oh, komm! Oh, mit Glück drum gekommen, mit Glück. Oh, hell nah, da war die Lücke, da war die Lücke. Und der lässt sich das nicht nehmen und macht es 2-2. Wie konnte ich diese Lücke offen lassen? Balotelli spielt den Ball einfach von selbst. Das ist so schlimm, dass die das eingebaut haben, dass die Spieler einfach von selbst den Pass spielen. Und das bilde ich mir nicht ein, das ist tatsächlich so. Daniele De Rossi wieder auf den Flügel und legt nochmal hin. Alter, wieso sweate ich selbst? Schuld. Aber mit Daniele De Rossi wollte ich mir echt nicht antun zu schießen. Dafür mit Balotelli. Er bleibt einfach stehen. Er bleibt stehen. Da steht er. Da steht er. Da steht er. Auch wenn es denkt, Thomas, es tut mir leid, Bruder. Es tut mir leid. Aber 3-2. Und jetzt nochmal ein letzter Angriff, den er hier hat. Zur späten Minute. Wenn er jetzt einen 90-Minuten-Treffer macht. Oh, come on, Jesus Christ, Areno. Und da gewinnen wir das Ding. Es war am Ende nochmal spannend. Aber ich würde eigentlich sagen, an sich haben wir schon verdient gewonnen. Aber der Gegner hat sich gut geschlagen. Kandreva holt sich hier den Man of the Match. Mit 6-4 Schüssen aufs Tor, 90% Passgenauigkeit und 57% Ballbesitz. Setzen wir uns durch. In der ersten Halbzeit waren wir eigentlich ganz klar über ihm. In der zweiten Halbzeit kam er nochmal richtig gut zurück. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir gegen ihn gespielt haben. Und Glückwunsch nochmal an ihm. Hat heute leider nicht geklappt. Aber jetzt gehen wir ins nächste Spiel. Und ich habe jetzt schon Schiss, ehrlich gesagt. Okay, Leute, wir suchen uns also jetzt Gegner Nummer 2 raus. Und das Ganze wird jetzt über Instagram ausgeführt. Also, wir gehen mal in meine Direktnachrichten. Schauen uns hier mal die Nachrichten an. Ich weiß, es ist schwierig, das Ganze zu erkennen. Gehen mal auf die Nachrichten und schauen mal hier. Wir haben ein paar Nachrichten und wen suchen wir uns raus? Ich würde sagen, wir nehmen mal, das ist ein lustiger Name irgendwie, die Insta-Kartoffel. Und er schreibt, Denmaster02 heißt er. Ich würde gegen dich spielen. Beischlag dem Benji. Der Grund ist, dass ich ein aktiver Abonnent von dir bin und alle deine Videos schaue. PSN Denmaster02. Also Denmaster, mach dich jetzt bereit. Okay, unser Gegner hat uns leider nicht geantwortet. Ich habe ihm ziemlich viel Zeit gelassen eigentlich, aber da muss ich jetzt jemand Neues raussuchen. Und jetzt gehen wir einfach nochmal hier in die Nachrichten. Ich hoffe, ihr seht das so mehr oder weniger. Wir scrollen nochmal durch und suchen uns einfach jemanden hier per Zufall raus, würde ich sagen. Oder wir gucken einfach mal irgendwelchen lustigen Namen oder sowas. Wir gucken mal, wir scrollen mal vor 3 Stunden. Das kann sein, dass die schon gar nicht mehr da sind. Vor 3 Stunden, na komm. Borusse2109. Er schreibt, hi Neuen Gaming, ich würde so gerne gegen dich spielen, weil du einfach mein Lieblings-YouTuber bist. Deine Videos sind einfach so lustig und du hast einen Humor, das gibt es nicht mehr. Alles klar. Mein Name auf PSN lautet bla bla bla. Ich hoffe mal, ich werde genommen. Jungs, ich hoffe mal, er wird da sein. Und wenn ja, dann sehen wir uns jetzt direkt im Spiel. Okay. Der hat auch wieder nicht geantwortet. Jetzt muss ich mir den nächsten raussuchen. So, wir gehen also wieder hier in die Nachrichten, gucken, wer geschrieben hat, wir gucken mal hier vor kurzer Zeit und wir nehmen mal Ebra Samuel. Schreibt, ich will spielen, bitte, 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 bitte. Ja gut, das ist jetzt eigentlich nicht die geilste Begründung, aber ich brauche jetzt unbedingt einen Gegner und dann versuche ich ihn jetzt wirklich zu nehmen. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich das ausgepixelt habe. Der gute Mann hat mir vorher seine Telefonnummer per Instagram direkt geschrieben.
Weiß der Geier wieso. Okay, Gegner Nummer 2 ist finally da. Und wir spielen diesmal im grünen Trikot. Und jetzt bin ich gespannt, was er für ein Team hat. Und zwar hat er ein La Liga-Team mit El Nino Torres. Let's go. Und wer ist der Innenverteidiger? Okay, das wird interessant. Erste Chance von Balotelli. Was macht sein Verteidiger? What the fuck? Junge. Und Balotelli kommt zum Schuss. Nein, nicht ganz. Fuck. Und seine erste Chance. Kein großes Ding, aber der Keeper kommt sehr gut dran zum Glück. Ah, ich sag kein großes Ding. Jesus. Oh, krasse Kontersituation. Kadriva setzt sich durch und macht ihn rein. Nein, Elfmeter, Elfmeter. Referee, thank you, sir. Und bitte die Doppelbestrafung an dieser Stelle. Also wenn das mal kein rotes Foul war, dann heiße ich Peter Lustig. Jawohl, runter mit dir. Und wir haben den Elfmeter sogar mit dieser Zielanimation. Ich würde mal sagen, dann machen wir den souverän rein. Und ich weiß gar nicht, sieht der Gegner den wirklich oder nicht? Weil manchmal sehe ich das und manchmal irgendwie nicht. Aber Balotelli mit seinem ersten Treffer 1-0 in der 16. Minute. Let's go, komm, feier mit dem Fans, Junge. Ja, Mann. Wow, und er ist jetzt verdammt offen hinten wegen der roten Karte. Und das kommt mir verdammt nochmal sehr, sehr gediegen. Wie heißt es gediegen? Weiß nicht, ob man so sagt. Und no way. Ja gut, bei der ZTM aber. Wow, den kann man trotzdem mal reinmachen, Bro. Das kommt mir sehr gelegen, wollte ich sagen. So. Andreva. Lol, what the fuck? Und wow, what the fuck again? Der macht das 2-0. Und das ist echt jetzt gerade eben ein bisschen einfacher als das Spiel davor. Vor allem, weil er die rote hat und er einfach gar nicht dran denkt, umzustellen. 2-0 und Kadriva liegt. Ich wollte eigentlich passen und plötzlich ist er da alleine. Jetzt mal Balotelli, komm, McGeady. Hab ich gesagt, McGeady? Ja gut, dann jetzt, aber... Oh, komm, Körper nicht durch, Junge. Freischuss für uns. Yes. Den versuchen wir schnell zu... Ah, er stellt natürlich auf die Linie. Ich würde sagen, dann gibt es unsere bekannte Freistoß-Taktik. Wir schießen mal mit jemand anderem, dass wir da jemanden gut zum Überlaufen haben. So, kommt jetzt Balotelli hier ran. Sehr schön. Balotelli überläuft. Wir schicken Balotelli. Habe ich gesagt, wir schicken Balotelli? Ich meinte, schicken Teriyaki. Boah, jetzt leckt's leider gerade richtig, richtig heavy. Oh Gott, Leute, was habt ihr für Internet, Freunde? Das Internet ist für uns alle Neuland. Oh, und da lackt er sich durch, da lackt er sich durch und der Pfosten rettet uns den Arsch. Und da gehen wir in die Halbzeit und ich muss ehrlich gesagt sagen, ohne jetzt irgendwie abgehoben oder so zu sein, aber ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher in der Partie. Wir haben 3-2 Schüsse aufs Tor, aber dominieren das Ganze eigentlich ganz schön. Der Leck ist mal wieder ein bisschen da. Muss ich mal gucken, wie ich das nächste Mal das irgendwie regel, aber jetzt erstmal ab in die zweite. Da habe ich komplett weak verteidigt. Das war stark gemacht. Und da ist der gute Pass. Und Balotelli wird hier umgerissen. Also wären wir eigentlich durch gewesen. Chiri, da kannst du mal die Karte zeigen, mein Junge. Das war Ballrolle. Zack. Oh, genau deswegen mache ich die Ballroll doch. Oh no. Raus, hallo. Ich habe Viereck gedrückt, du Larry. Raus. Ich sag raus, aber schnell. Balotelli! Come on, come on, du bist schneller! What the fuck? What a banger von Balotelli! Oh oh. Oh oh, und da macht er das 2-1 direkt nach unserer Chance. Also jetzt dürfen wir uns keinen mehr reinrücken lassen. Jetzt nochmal Konzentration! Balotelli, zeig nochmal deinen Tank, Buddy. Zeig ihn nochmal. Und jetzt mit Efe in die lange... Habe ich gesagt, mit Efe... Junge, wieso mit rechts und nicht mit links? Braucht das jemand wissen? Und da pfeift der Schiri das Spiel ab. Also, 2 out of 2 gewonnen. Wir legen schon mal ganz gut los für diese erste Folge in FIFA 17. Ich hoffe ja, es hat euch heute gefallen. Wenn ihr mehr Schlag den Benji sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, dann checkt alle meine Social Media ab. Auf diesen Kanälen werde ich es immer posten. Auf Snapchat, auf Twitter und auf Instagram. Checkt es mal aus. Und dann bin ich raus für heute. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr für mehr FIFA 17 Video meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Und dann bin ich raus für heute. GG nochmal an beide Teilnehmer. Und ich sage noch ein Wort. Haut rein.